Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatote, beim Clan True Warriors. Ja, ich konnte ja vorgestern im Stream überhaupt nichts über unseren aktiven Clan-King zeigen, denn der hat ja eine Laufzeit gehabt. Ich glaube, wir haben 9 Stunden oder länger gesucht, deswegen fingen wir mitten in der Nacht an und wir gucken einfach mal rein, was uns hier erwartet hat, denn wir haben hier auf unserer Seite, ihr kennt mittlerweile, glaube ich, die Akteure auch teilweise ganz gut, haben wir 16 RHL, weil das haben wir auch noch nie gehabt, also volle RHL-Power hier, über die Hälfte unseres Clankrieges sind RHL, weil das gab es ja auch noch nie. Dafür haben wir aber auch nur 3 Zehner, nämlich hier mit dem Julix Tom und dem Jennek, und danach kommen 8 Rathaus 9er und 3 Rathaus 8er. Ja, am unteren Ende, da fehlt es wieder so ein bisschen, denn der Gegner, wir gehen mal von hier unten durch, der Gegner hat hier unten ein einziges R8er, nämlich ihn hier. Da haben sich dann alle rumschlagen können. Der Gegner hat danach 3 RH9er nur, also 3 RH9er. Die haben sich letztendlich auch unsere RH9er alle, ich hätte mal fast gesagt, geteilt. Wir gehen mal gleich in den ersten Angriff rein. Dann sehen wir auch, was uns hier in etwa erwartet hat. Also auch hier unten, der 28. ist ein RH9er hier, und er ist, ja, von zumindest von der Defense her, maxed out. Und hat auch, ja, hat ganz nette Helden schon in der Mitte stehen. Also sowas hat uns hier oder ist uns hier entgegengelaufen. Und wir wussten natürlich gar nicht, ja, wie machen wir das jetzt am besten. Vor allen Dingen unsere Neuner, ja, ich hätte fast gesagt, die langweilen sich natürlich nach ihrem ersten Angriff. Also haben wir teilweise die RH9 auf RH11 und RH10 losgelassen. Das hat auch, ja, eigentlich das ein oder andere Mal ganz gut funktioniert. Das werdet ihr später noch sehen. Aber hier sehen wir erstmal einen schönen Angriff, glaube ich, von Jan auf die Nummer 28. Also wir mussten hier dann auch ein bisschen tiefer stapeln, hätte ich fast mal so gesagt, damit die Neuner hier erstmal weg sind und wir ein bisschen weiter planen können. Wer macht eigentlich was? Also unser Gegner aus den Vereinigten Staaten hat, ich meine, sie sind Clan Level 12, aber wenn wir jetzt mal 1 und 1 zusammenrechnen, mit 71 Siegen sind die Clan Level 12. Entweder sind sie so gut und haben wirklich mit diesen 71 Siegen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Clan Level 12 erreicht. Kann man nicht, denn ihr wisst, die True Warriors haben mittlerweile ihren 8. Sieg in Folge hingelegt und sind auch noch nicht Clan Level 7 und haben bald genauso viel Wins. Ich glaube, wir haben 57 Wins mittlerweile oder 58. Und deswegen glaube ich eher, dass die sich hier durchgestorben haben. So nenne ich das ja immer ganz gerne. Das heißt also, irgendwann wirst du natürlich auch Clan Level 12, auch wenn du immer verlierst, gar keine Frage. Dazu musst du halt nur die Geduld haben. Und ja, wir wissen noch nicht, der Gegner hat oben noch gar nicht angegriffen. Wir haben im 10er-Bereich richtig gut, finde ich eigentlich, richtig gut aufgeräumt, haben gut agiert, haben uns gute Nummern rausgesucht. Auch ich als Kleinelfer, ich sage ja immer, ich bin im Moment nach wie vor noch ein Zehner, der einen Warden hat. Muss man ganz klar so sagen. Ich habe noch keine Truppe auf Level 11 stand. Bei mir laufen die Bowler immer noch 10 Tage. Und erst dann glaube ich, wenn ich dann so die erste oder zweite Truppe, so Bowler Hexen, das spielt mir ein bisschen vor, habe. Denn die, das ist im Moment ein Team, die rocken hier wie auch immer. Dann glaube ich, kann ich sagen, ja, ich bin schon ganz netter Elfer, und vor allen Dingen auch dann, wenn ich den zweiten Zauber habe, oder halt den großen Zauber mitnehmen kann. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. 2 Tage, 22 läuft mein letztes Lager aus, und dann will ich auch die Clanburg endlich anschieben. Aber schön gemacht hier von Jan, denke ich mal. Aber so in etwa ging das hier ab. Also auf unserer Seite, wie gesagt, 16 Elfer, 3 Zehner nur und 8 Neuner. Und wir gucken hier, oh, der Rudelix, tolle Wurst. Jetzt muss ich mal eben den Zettel hier hinschmeißen, so eine Scheiße. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich meine, er ist der 4er und macht den 25er. Das ist erstmal in Ordnung. Ja, aber ich habe diese Base hier, ich will nicht sagen für mich reserviert, denn ich habe die Nummer da drüber eben einmal gemacht und habe dann festgestellt, Mensch, das ist die gleiche Base hier wie der 24er, nur dass der hier nur einen Inferno-Turm hat. Ich meine, der Rudelix hier ist ein Max RH11er und ich bin ein RH10er mit Warden und kann die auch dreiern, so eine Base hier. Das ärgert mich schon wieder. Das ist ein vertaner Angriff. Jetzt muss ich nämlich höher gehen mit meinem RH10er mit Warden. Ja, und der Rudelix hat hier zwar den Stern geholt, aber ich werde jetzt vermutlich keinen mehr holen. Also ich werde mich jetzt schwerer tun. Den hätte ich eigentlich holen sollen und der Rudelix hätte viel weiter höher angreifen müssen. Mann, ey.
Mann, ey, muss ich jetzt auch mal echt mal sagen, ey. Was das soll. Also, das regt mich wirklich ein bisschen aus. Jetzt muss ich nämlich höher rangehen und das ärgert mich unheimlich, denn die 24er B ist hier, wir können gleich mal reingehen. Nachdem wir hier den Jennek gesehen haben, auf die Nummer, was ist es, auf die Nummer 26, ihr seht, das ist der erste Zehner hier, den sich der Jennek vorgenommen hat. Ja, ist ein 9,5er. Ja? Aber sei mal immer dahingestellt, auch ein 9,5er hat Def hier, der hat nämlich auch hier schon RH10-Def drin, auch wenn er nur zwei X-Bögen hat, hat er trotzdem eine Defense, die voll auf RH10 ist, hat hier etwas höhere Helden, auch schon in der Base drin und die Base ist auch groß. Das kommt noch dazu, also ich habe hier mit meinem Alex, mit dem RH9-Account, einen Stern geholt, bin aber auch voll auf 3 gegangen mit dem Vola Loon. War gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es waren sogar um die 80% oder so. Das war für mich völlig in Ordnung. Leider nur ein Stern. War an der Stelle nicht so tragisch, denn ich habe an der anderen Stelle das so ein bisschen ausgebügelt. Aber trotzdem muss ich sagen, jetzt gerade in der Aufnahme wurmt mich das unheimlich, dass der Rudelix da die 25 gemacht hat und ich muss jetzt höher gehen. Da muss ich mir jetzt erstmal was einfallen lassen, wie ich noch welchen Gegner hier überhaupt dreiern kann. Denn für mich wird es jetzt schon ein bisschen dünner. Da ich der kleinste RHL-er hier ja bin, in der Range hier unserer RHL-er und müssen wir mal schauen und gucken aber erstmal den Angriff hier von Jennek. Ja, ein bisschen Pech hat er hier jetzt an der Stelle, dass der Golem geheilt wird. Das ist halt immer, ja, das ist immer das Problem, wenn du Heiler mitnimmst für die Bowler und irgendwann kriegt der Golem so ein bisschen Schaden und plötzlich schwenken die Heiler hier auf den Golem. Das ist zwar nett, nur macht er so wenig Schaden, dass er jetzt hier an der nächsten Mauer natürlich schon wieder eine halbe Ewigkeit braucht, bis er da durch ist. Und tanken tut er im Moment auch nicht. Das macht nämlich jetzt hier der King vom Mario. Und da hat er es gut gemacht. Hier schöner 3 Sternen, finde ich. Auf diese Base hier, auf die 9,5er. Er selber ist ja auch ein 9,5er, muss man auch mal so sehen. Und hat immer noch seine Helden auf Rathaus Level 9 Status, die hat er also noch nicht weitergemacht, weil er natürlich erstmal Truppen gelevelt hat, also seine Bowler und seinen Golem. Das sieht man hier, Golem ist auch schon auf 5, das ist auch zum Start von RH10 richtig super. Bowler auf 2 und Golem auf 5, denn den Golem kannst du auch später natürlich super im Gola Loon schon mal gebrauchen. Und wenn du den schon mal hast, dann hast du für 2-3 Angriffstaktiken quasi schon mal deinen Tank bereit. Das finde ich mal sehr, sehr gut, hat er gut gemacht, sauber. Okay, gehen wir ein bisschen höher in meiner kleinen, aber feinen Aufregung. Den 25er haben wir nun leider gesehen. Dann gucken wir uns auch den an. Also die 24 ist die exakte Base, außer dass der Inferno-Turm von dem Gegner, der eine, den er hat, bei der 25er Base hier hinten steht, wo der Bogenschützenturm ist. Und ich mir aber gedacht habe, ich komme ja auch mit einer Bola Hexenkombi rein, also mit Bovic oder Bevic, nee, Bovic heißt es, glaube ich. Und war mir aber allerdings erst sehr unsicher, denn hier unten stehen 3 Minenwerfer links, die mir natürlich mit meinen Hexen so ein bisschen das Leben schwer machen. Aber no risk, no fun hier an der Stelle. Erstmal einen Riesen hier gesetzt zum Anchecken von dem Single Inferno, der hier lauert. Ich habe diesmal keine Mauerbrecher dabei, denn ich wollte die Base hier so ein bisschen um- oder durchspringen. Der zweite Sprung war jetzt nicht so prall, den hätte ich vielleicht hinten am Inferno-Turm. Ja, obwohl, er ist noch ganz gut, er ging ja Richtung Inferno-Turm auch, denn da sollten auch Truppen reinhüpfen und dann geht das hier ab durch die Mitte. Warden habe ich zu spät gezündet und meinen King habe ich leider verrecken lassen. Jetzt verreckt er nämlich. Ich habe das zu spät gesehen, denn der Single-It, der ist so schnell dann aufgeladen, wenn der Strahl erstmal richtig dick ist, habe jetzt den Warden gezündet, damit meine Truppen da in der Mitte so ein bisschen geschützt sind von den oder vor diesen kleinen Welpen. Die machen zwar wenig Schaden, aber wenn es viel sind, dann reicht das auch. Und habe aber immer noch eine ganze Masse an Truppen jetzt in der Base drin. Sah eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ganz gut aus, aber es wurde trotzdem noch mal ein bisschen enger am Ende. Und letztendlich hat es ein Held gerissen hier, nämlich die Queen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich die so hoch habe zum Start von Rathaus 11. Also Max Level erstmal für meine Verhältnisse hier. Und viel höher muss ich hier auch nicht gehen, muss man ganz klar sagen. Heute hat mal einer gesagt, Mensch Toto, geh mal ein bisschen höher ran. Und bis ich den dann begreifbar gemacht habe, dass ich noch kein echter RH11 bin, sondern nur ein RH10 mit Warden, mehr nicht. Dass ich nicht hier bei Nummer 2 und 3 hier die 2 Sterne rausballer. Das ist leider dann an der Stelle auch nicht so. Und egal, welche Taktik ich da anschlage, aber
Hier war es dann am Ende, puh, ich habe auch gerade so ein bisschen dann gedacht, ah ja, ja, Toto, der war ziemlich eng, also mehr geht da nicht, sicher geht da mehr, je nach Base, je nachdem, die würde ich jetzt nochmal so machen, aber würde die Zauber vielleicht ein bisschen anders setzen, also auch hier würde ich trotzdem keinen Fries mitnehmen in so einer Base, auch wenn hier Infernos sind mit zwei Sprung und drei Wut, kommt man hier ganz gut durch mit der Masse an Truppen, gerade wenn hier zwei Single Infernos in der Base sind und das waren ja nur zwei. Wenn dann einer Multi ist, sieht das vielleicht schon mal anders aus. Dann nimmt man, würde ich dann vielleicht doch einen Fries mitnehmen. Aber so jetzt mit dem einem Inferno waren das hier, glaube ich, solide 100%. Das war genauso geplant auch. Und wir haben auch viel über unsere Angriffe gesprochen im Laufe des Tages. Und ich gehe einfach zwei immer weiter hoch. Denn ihr seht, dass unsere Elfer haben ausschließlich erstmal 10er gemacht. Ich hatte euch ja R11 versprochen, gar keine Frage, aber dass es natürlich jetzt erstmal auf RH10 ging, das wusste ich natürlich nicht, als ich gesagt habe, ihr seht dann im nächsten CK hier bei uns RH11 Power, da konnte ich ja noch gar nicht ahnen, dass wir so viele RH10er gegen uns erstmal haben, die wir erstmal kompensieren müssen. Und der Sir Amelot hier ist sich richtig sicher, Sprung, 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 eben mal drei Sprung und zwei Wut, hat natürlich den vierten Wut, super in der großen Clanburg dann mit drin, das sind natürlich hier die Vorteile, die so ein echter RH11 hat, mit dem großen Zauber nochmal im Backend und kommt hier auch gut durch die Base durch, hier auch, haben wir gerade gesehen, noch links oben ein Single Inferno und ja, mit Masse, da macht es einfach die Masse, muss man einfach mal so sagen, denn die kleinen Skellies hier, die fressen sich immer durch die Mauer oder hier können sie sogar noch springen, die Sprünge halten ja relativ lange und 59 Sekunden, nämlich um es genau zu sagen, also wenn jemand den Sprungzauber noch nicht so hoch hat, der hält auf Max Ausbau, also auf Level 5 hält er 59 Sekunden, also fast eine Minute liegt er da und da ist er mal gerade so 3 Minuten für so eine Base hier, inklusive des Abräumens von außen und dann waren das auch hier, glaube ich, vom Sir Amelot schöne 3 Sterne. Ja, der Stream am Samstag war ja dann doch noch ganz erfolgreich. Also hat mich gefreut, dass noch so viele Zuschauer da waren. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich überhaupt einen mache. Und habe aber so gegen 8 Uhr gedacht, wo mir ja dann jemand gesagt hat, Mensch, Toto, mach mal einen Stream. Kannst die Leute ja jetzt nicht so warten lassen, die dir in deine Kommentare schreiben. Toto, freue mich auf den nächsten Stream und so weiter. Ja, stimmt natürlich, hab da recht. Ich will denen dann auch entgegenkommen und will auch euch gerecht werden, die mir jeden Tag hier so ein bisschen die Treue halten und meine Videos gucken, meine Videos bewerten, liken, disliken, was auch immer, Kommentare schreiben. Ist mir natürlich am liebsten, um mit euch so ein bisschen im Boot zu bleiben, ein bisschen mich natürlich auch bei euch immer wieder zu bedanken. Auch wenn ich ja manchmal nur ein Herzchen verteile oder ein kurzes XD hinschreibe, dann weiß man zumindest, auch ich schreibe ja Kommentare unter Videos und wenn jemand etwas dazu schreibt und wenn er nur sagt, das Herz klickt, weiß ich, dass er den Kommentar gelesen hat, dass er es honoriert hat und deswegen wollte ich auch dem Stream nicht fernbleiben. Meine Laune hat sich dann da doch ein bisschen noch verbessert. Ich hatte ja gesagt, an dem Samstag habe ich unendlich viel geschlafen, weil ich freitags bis morgens irgendwann auf war oder bis samstags morgens eigentlich auf war und hier das Event gespielt habe, inklusive vieler Musikstücke, die ich mir reingeballert habe in der Nacht und also Only Live Konzerte und deswegen war ich so richtig geplättet und bin ja nur zum Frühstück aufgestanden, bin wieder ins Bett gegangen, dann bin ich zum Mittagessen aufgestanden, bin wieder ins Bett gegangen und bin dann irgendwann mal abends wach geworden, so gegen 6 Uhr oder so, habe ich dann gesagt, oh Toto, jetzt kannst du eigentlich mal wieder was, ein bisschen was tun. Ich habe ja tatsächlich noch was geschafft draußen. Ich habe dann angefangen, so gegen 7 Uhr, glaube ich, nachdem ich mir meine Erdnüsse geholt habe, meine Getränke geholt habe, habe ich tatsächlich, ich glaube, um 7 Uhr noch angefangen, hier unten zu fegen, die Auffahrt oder die Einfahrt noch zu fegen. Ich habe eine sehr, sehr lange Einfahrt hier und habe hier unendlich viele Blätter immer wegzumachen. Also gerade Herbst, Winter ist hier Holland, ich hätte nicht gesagt Holland in Not, sondern Blattnot, sondern wir müssen hier bald jeden Tag fegen. Und ja, das habe ich noch gemacht in der Dunkelheit mit so ein bisschen Licht, was halt so ums Haus so rumscheint. Und
Bin aber so gegen 8 rein und habe gedacht, ja, jetzt kannst du mal so langsam. Basti war hier bei mir oben ja noch am Fortnite zocken. Und da habe ich eigentlich so die Idee gehabt, oh, Basti, kannst du eigentlich jetzt schon anfangen zu streamen? Machst du erstmal eine Stunde Fortnite? Und dann gehe ich um 21 Uhr mit Clash of Clans weiter rein. Kann man auch machen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob dann noch Zuschauer zu mir kommen, wenn sie sehen, oh, der Toto spielt Fortnite und nicht Clash of Clans, was er ja versprochen hat. Also doch lieber reines Clash of Clans hier. Reines Clan-Leben bzw. Clan-Angriffe, Taktiken. Jeder nimmt ja ein bisschen was immer aus diesen Sachen mit. Auch ich, der mich hier so in den Streams oder so tummelt, nimmt ja immer mal wieder eine Taktik mit, wo er sieht, ah, der hat genau die Truppen mal genommen. Ihr habt das ja gesehen, als ich mit zwei Päcker, drei Hexen gefarmt habe, so ein bisschen. Das ist ja eine CK-Truppe von jemandem gewesen. Und auch da habe ich schon gedacht, oh, das ist eine coole Truppe, die kannst du eigentlich auch mal anwenden. Habt ihr dann ja mal, ich glaube, so ein oder zwei Tage auch genutzt. Also das ganze Video gucke, was man hier macht, auch mir bringt das immer wieder so ein bisschen was, wo ich mich so ein bisschen dran orientieren kann, wo ich sagen kann, ah, so hat er das gemacht. Und ach, so knackse so eine Base. Ne? So eine Base hier, die mussten wir gerade bei TW2 machen. Und die haben wir mit 2 Sternen belegt, allerdings auch vom RH10er. Also hat der RH10er gut gemacht, gar keine Frage. Aber hier sehen wir mal, wie das so ein RH11er machen kann. Denn die sind nicht ganz untricky hier, aber schöner. Ja, das ist so ein, was ist das eigentlich für eine Taktik? Wie nennt man das so? Hybrid, glaube ich. So ein bisschen mit Queen Walk, jetzt so ein bisschen mit den ganzen Loons, mit den Hunden hier und vor allen Dingen natürlich mit der Anzahl, mit der Flut an Welpen, die er jetzt hier noch in der Base hat. Ich gehe mal ein bisschen größer rein für euch. Und dann ist das hier auch ein schöner 3-Sterner gewesen. Jetzt gibt es ja nur noch punktuellen Schaden hier für die Loons. Das ist natürlich auch top. Nur noch den Tesla da hinten. Und er hat jetzt hier im Backend, setzt da schon mal so ein bisschen den Bogenschützenturm, dass der kurz mal abgelenkt ist von den Loons. Denn der hat ja eine höhere Reichweite. Da hat er noch ein Eil. Okay, noch so für ganz, ganz am Ende. Zack, da werfen die einmal ab. Und dann ist es nur noch abräumen hier in der Base. 16 auf 16, also hier sind wir ja jetzt schon im Bereich des Gegenüber, so muss man es ja sagen. Ja, also die Flut der Zehner hier beim Gegner riss nicht ab oder reißt nicht ab. Wir sind ja noch im CK, ich kann euch das Ende natürlich noch nicht zeigen, denn der CK läuft irgendwann mitten in der Nacht aus zum Montag hin. Und das reiche ich euch aber in jedem Fall nach. Ihr werdet dann unser Log sehen, ob es noch roter geworden ist oder ob wir mittlerweile mal wieder die Hoffnungsfarbe im Log haben, nämlich in Grün. Im Moment sieht es noch so aus, aber der Gegner hat, wie gesagt, oben noch gar nicht angegriffen und geht taktisch von unten her sehr, sehr klug hier vor. So, ja, hier haben wir so den ersten RH9er, der mal hier oben was gemacht hat. Das ist der Alex. Ihr wisst, das ist ein Account von mir. Und ich habe gedacht, hier die Base, die kannst du ja, ja mal gucken mit Babydrachen. Ich muss jetzt mal so groß bleiben. Dann seht ihr die, wie ich die großflächig setze und wie eigentlich jeder Babydrache erstmal für sich schön in seiner Wut ist. Das sieht man immer sehr, sehr schön, wenn der anfängt zu pusten und der so ein dieses Blitzzeichen hier über sich kurz hat. Hier links sah man das gerade ganz kurz. Und habe natürlich erstmal versucht, die ersten Prozent hier aus der Base zu holen. Ich komme jetzt schon mit den ersten Babydrachen in die Base rein. Also so tief standen hier die Luftabwehren, dass sie erstmal kaum an meine Babydrachen kommen und auch die X-Bögen nicht, die zumindest hier vorne auf Luft stehen. Also das Lager hier musste unbedingt noch weg, denn ich wollte jetzt hier unten am Bogenschützenturm mit meinem Sprung rein. Jetzt habe ich hier den letzten Babydrachen verbraucht und verbrauche, glaube ich, noch. Jetzt muss ich gucken. Ja, hier oben habe ich noch den Bogenschützenturm, glaube ich, mitgenommen, weil der war ungeschützt von einem X-Bogen. Konnte ich den noch machen? So, jetzt geht der schon tiefer in die Base. Hier also den Sprung gesetzt. Jetzt muss das, dieser Part hier muss fürchterlich schnell gehen für einen RH9er, denn der kriegt natürlich, ihr seht das hier, der eine Golem. Ich habe hier nur einen einzigen Golem mit, der muss natürlich jetzt hier tanken wie Sau. Und die restlichen Truppen gehen aber hier richtig mal richtig schön mit rein. Den Wut habe ich ein bisschen eher, beziehungsweise den Gift habe ich auch ein bisschen eher geschmissen, weil ich wusste, was aus der Clanburg rauskommt. Und gehe hier jetzt mit allem rein, was ich habe. Also King gezündet, Queen jetzt auch schon gezündet. Hat einfach den Hintergrund, ich war hier schon bei über 50%. Das ist für mich als RH9er top. Ist ein gutes Ergebnis hier. Und ihr habt das gerade gesehen. Die
55%, die es hier werden, jetzt ist die Queen natürlich auch Geschichte, die bleiben hier oben erstmal stehen. Ja, denn das ist ein Zweisterner mit 56%, da kann sich jetzt ein RH11 noch dran messen, ich vielleicht. Mal schauen, das wissen wir noch nicht. Und wir gehen hier aber auch noch ein bisschen in die höheren Regionen rein. Wird heute mal ein bisschen länger das Video, dafür konnte ich euch halt nichts am Samstag aus diesem CK zeigen. Ist ja auch eher selten, denn meistens kriegen wir es eigentlich so hin. Das machen wir auch nicht extra, dass wir immer ein CK am Samstag hier haben, wenn der Toto streamt, sondern das ist ja so, wer meine Folgen und unseren Clan so ein bisschen länger verfolgt, wir legen meistens donnerstags einen freien Tag ein, sodass wir am Freitag starten und dann natürlich immer am Samstag, Sonntag den CK haben. Und das ist also nicht nur, weil ich dann streame und was zeigen kann oder so, sondern das ist halt aus unserer Historie gewachsen. Das ist, so haben wir schon immer agiert. Wir haben hier nie einen Clankrieg durchgespielt. Es gab auch mal Zeiten, haben wir durchgespielt. Irgendwann kommst du aber wieder in diesen Turnus rein, wo du sagst, okay, wir haben jetzt den Donnerstag, starten wir oder starten wir nicht. Wir starten dann lieber nicht, denn wir haben auch den einen oder anderen Wochenendspieler zurzeit, also Only-Wochenendspieler. Und dann ist es uns natürlich lieber, wenn wir am Freitag den Clankrieg starten und den Wochenendspieler am Samstag, Sonntag mit im Clankrieg haben. Und dann sind wir so tolerant, nehmen dann lieber Rücksicht darauf und sagen uns an der Stelle besser zwei, drei Kämpfer mehr, die Bock haben auf den Clankrieg am Wochenende, als dass wir jetzt wieder drei oder fünf rauslassen müssen, nur weil die halt in der Woche weniger spielen. Und wenn wir Donnerstag starten, ist Freitags leider noch in der Woche. Einige von uns müssen auch Samstags raus. Hier hat der Norman auch Glück. King schon mal in der Mitte. Dann kannst du die Valkyren hier mit rein spammen, dass die noch ein bisschen für Tumult in der Base sorgen. Und dann ist das hier ein solider Zweisterner gewesen. 11 auf 11, also doch noch eher 11 Action auf eher 11 Action. Also hier oben bleibt das natürlich nicht aus. Hier oben haben natürlich die Elfer nicht jetzt unsere gesamten Neuner gemacht. Das braucht ihr auch nicht denken. Aber wir haben es hier oben probiert. Und solange wie es funktioniert, ist das ja in Ordnung. Denn so hier und da trifft man doch mal wieder so eine Art Anti-3-Base. Also Rathaus wirklich ganz draußen. Und sodass der eine Stern drin ist, aber die zweiten, der zweite, also die 50%, die müssen dann irgendwie gemacht werden. Und da kann man sich letztendlich was einfallen lassen. Lakaien nehmen, je nachdem, ob die Base dann schon die Adler-Def hat, also die Adler-Artillerie, dass man der entgegenwirkt, indem man erstmal nur kleine Truppen setzt, die nur zwei Einheiten kosten, wie zum Beispiel Lakaien. Ja, und so, wir sind hier beim 8er angelangt. Unsere 15 macht die 8. Der Koyo ist ein Rathaus 10 halber, muss aber hier fett gegen einen Elfer ran, gar keine Frage. Das ist des Kujos Leid hier, dass er natürlich immer so ein bisschen, ja, ein bisschen höher sein muss. Und ich weiß nicht, ob diese lange Laufzeit, diese lange Suchzeit von uns nicht damit zu tun hat, dass der Warden ja jetzt etwas höher gerankt bzw. gelistet wird. Das heißt also, die Dörfer, die nur so eine kleine Def haben, also ich sag mal eine Kanone, ein Bogenschützenturm und Magierturm, aber 45er King, 45er Queen und 20er Warden, dass die nicht mehr irgendwo unten gelistet sind, wo die RH7er, RH8er, RH9er sind, sondern im Ranking einfach ein bisschen höher gesetzt werden demnächst. Das heißt also, so ein Account, den ich gerade so genannt habe, der ist dann so in der Range unserer guten 10er, so will ich es mal sagen. Und für die ist natürlich so ein Sonnebase dann Opfer. Da lassen wir dann 9er drauf. Ja, und schon haben wir Angriffe von unseren 10ern und 11ern gespart. Also ich denke, da geht auch so ein bisschen der Weg hier von Supercell hin. Und das freut mich natürlich. Gerade hier in den großen CKs gibt es nichts Leidigeres, als wenn du diese Engineer-Truppen ohne Ende hast und weißt eigentlich von Anfang an, du rennst dem Sieg oder der Niederlage, je nachdem was es ist, nur hinterher. Nur hinterher, also die ganze Zeit, die gesamte Dauer des CKs von Anfang an, und das macht überhaupt keinen Spaß. Also wenn das nicht dann auf Augenhöhe ist, also ganz so krass ist es nicht, aber wir haben es ja auch, jeder Clan hat es sicherlich schon mal so erlebt, dass du eigentlich weißt, bevor der Krieg angefangen hat, haben wir verloren. Ja, und hier konnten wir aber diesmal gar nicht sagen, oh, haben wir gewonnen oder haben wir verloren, sondern begegnen natürlich doch nach wie vor jedem Gegner hier mit großem Respekt. Also auch einem Level 12 Clan mit nur 71 Siegen aus den Vereinigten Staaten, den belächeln wir nicht, erst recht nicht, wenn er 14 Rathaus 11er oben hat und die womöglich auch noch gut angreifen können. Da haben wir nämlich ein großes Problem.
Aber wir haben hier oben, ich glaube, bis auf den ersten mittlerweile jede Base hier von den Elfern gezweisternt, wenn nicht sogar im unteren Bereich werden wir vielleicht noch den einen oder anderen 3-Stern rauskitzeln. Müssen wir mal gucken. Und wie das hier weitergeht. Aber ich teile euch in jedem Fall, ich glaube, ich schaffe das schon morgen, das Ergebnis mit. Also wenn ich morgen sage, dann ist es für euch dann Dienstag. Und da machen wir hier in jedem Fall weiter. Nach dem CK geht mein Warden auf jeden Fall wieder auf die nächste Reise. Also er ist ja jetzt auf 7, ganz ordnungsgemäß ausgelaufen. Geht jetzt auf Level 8 dann hoch. Und ich lasse mir jetzt den Bauarbeiter auch die paar Stunden hier frei. Aber ja, es wird jetzt echt eine lange Folge. Aber das ist halt ein 30er CK, den will ich hier auch jetzt nicht in zwei Teile machen, sondern ich will den in einem Stück machen, denn ich will ja in der Woche mit euch ein paar ganz andere Sachen machen. Mal wieder volles Gegrinde hier. So nennt man das bei den Rollenspielen, also richtig farm, bis der Arzt kommt, denn mein Lager läuft ja aus und ich muss die Pötte einfach voll haben. Das muss ich auch ein bisschen ausnutzen. Hab das Event auch mit dem hier noch nicht fertig. Ich muss noch zweimal angreifen, aber das kriege ich sicherlich noch ganz locker am heutigen Abend hin. Ich habe jetzt auch extrem lange wieder gewartet, bis ich anfange aufzunehmen, denn ich wollte unheimlich viel hier drin haben für euch, für eine richtig knackige, fette Montagsfolge. Und ich hoffe, das freut euch auch, dass hier richtig Action drin ist. 11 auf 11 hier, der Joker auf die Nummer 6. Wühlt sich ja auch mit den Truppen durch. Und ihr seht das selber hier, also im Moment ist er, ja, ist Bovic oder doch Bobic oder Bitsch immer noch eine Angriffstaktik, die ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, ruhlt. Aber man kann sich sicherlich auch mal was anders einfallen lassen. Spätestens wenn Supercell sich was einfallen lässt, ist es ja meistens mit gewissen Truppenkombinationen erstmal vorbei. Ja. Das haben wir bei den Hexen leidig mitmachen müssen. Das haben wir bei den Bolern mitmachen müssen, die halt erstmal viel zu stark waren. Also beide, als sie Max-Level waren, waren ja OP ohne Ende. Also wurden die Elfer ja gedreiert wie Sand am Meer. Und das hat man dann ja ein bisschen kompensiert, indem man die Hexen ein bisschen schwächer gemacht hat. Da hat man irgendwann gesagt, ja, jetzt sind sie zu schwach, jetzt nimmt sie keiner mehr. Also machen wir die Spawn-Rate von den Skeletten, erhöhen wir so ein bisschen, so eine Viertelsekunde oder sowas oder Millisekunde. Also die kommen halt ein bisschen schneller raus, erhöhen die Trefferpunkte von den Hexen leicht. Ja, also dass sie nicht jetzt, ihr seht das ja hier, die sind nicht bei jedem Minenwerfer-Schlag sind die hin, sondern die halten dann schon mal ein oder zwei Schüsse dann aus. Gar keine Frage. Schöne 75% hier vom Joker. Ich breche das mal ab. Ich glaube, irgendwo quält sich dann noch ein Skelly durch. Und ich komme einfach mal zum Ende hier. Ah nee, ich komme nicht zum Ende. Ich will diesen hier zeigen. Nicht den von Arthur diesmal, sondern RH9. Ja, auch RH9 hier. Ich hatte das ja gesagt. Rathaus ist draußen. Und bevor der Adler jetzt letztendlich losgeht, holt er sich erstmal hier, ich weiß gar nicht, wir haben mal zusammengerechnet, also hier kannst du dir außen ganz, ganz locker fast 50% holen, wenn du es ganz, ganz geschickt mit Lakaien machst, aber es dauert natürlich, das dauert dann leider ein bisschen zu lange. Ich meine, du willst ja keine 3 haben, das heißt, die Base hier willst du sowieso nicht komplett schaffen. Also schaffst du erstmal das, was hier so außen geht, und ihr seht das hier rundherum, werden hier die Lakaien gesetzt, die sich hier jetzt ein Lager nach dem nächsten nehmen, 6, und die Prozente zählen schon mal ganz, ganz langsam hoch. Ja, 8%, und so geht das hier ganz, ganz behende weiter. Also finde ich sehr, sehr gut. Haben wir uns gute Gedanken hier gemacht mit dem AOQOUZ. Mir ist der richtige Name entfallen. Ich muss mir bald auch echt mal eine Liste machen. Der Real Name hier kommt hier außen einfach mit dem Skillet-Zauber, die hier nochmal so das ein oder andere Lagerchen wegnehmen. Boah, kann man auch machen, wenn man die anderen Zauber eh nicht braucht. Und er hat jetzt noch drei Wutzauber, einen Erdbebenzauber dabei. Kommt hier jetzt mit Bola und seinen Helden in die Base rein, nimmt sich jetzt erstmal das Rathaus weg, also der Stern ist drin, jetzt sind 37% schon, das ist schon eine ganze Menge, und jetzt kommt er mit 4er Drachen hier, für einen RH9 ist das ja Max Level, kommt er hier richtig schön in die Base rein, und ich glaube, hier oben haben wir uns in jedem Fall einen 11er Angriff gespart, als der AOQ OUZ. Was für ein Name, hier den 2-Sterner gemacht hat. Denn ein Stern war hier ja schon drauf von jemandem, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war unten einer von unseren Achter. Der hat sich hier natürlich auch erstmal nur das Rathaus weggeholt und hat die Clanburg gelockt. Aber so, und ihr seht das hier, die Adler
Artillerie schießt auch jetzt erst, also 59% hier auf diese Base. Der letzte Lucky da oben schafft es leider auch nicht mehr. Oder schafft er es noch? Na, ein Schuss noch. Na, das wird ganz, ganz eng. Aber das wird er nicht mehr packen. Dafür ist dann der eine Schuss von der Adler-Artillerie doch ein bisschen zu stark. Aber schöne 2 Sterne hier. Super gemacht. Und das ist erstmal gewesen aus diesem relativ großen CK. Diese relativ richtig lange Folge von mir für euch. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander mit meinem Sprechen. Also ich bereite meinen zweiten Angriff jetzt mal vor. Ihr werdet in jedem Fall das Ergebnis hier sehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bis da am Ende, den einen dicken nach oben da lassen. Und bis dahin, euer Toto. Rest.